Willkommen zurück zu Far Cry New Dawn. Da sind wir wieder und wir sind wieder zurück in Prosperity, weil wir heute ein wenig weiter in der Story machen wollen. An dieser Stelle, ihr wisst es, vielen Dank an alle, die immer noch dabei sind. Ihr seid ja wohl verrückt. Ich danke euch sehr für jeden Daumen hoch, für jeden Daumen runter, für jeden Kommi. Ich freue mich da wirklich sehr drüber und ihr wisst ja, der alte verwirrte Mann kann auch jede Hilfe gebrauchen. So, mal eben ganz kurz gucken, wie viel Ethanol haben wir denn mittlerweile? Kaum was, weil ich keins gesammelt habe. Dafür machen wir demnächst mal wieder eine Expedition. Jetzt geht's erstmal weiter mit ein wenig Story. Schön, dich wiederzusehen. So gefährlich. Gut, dass du zurück bist, Captain. Du hast Joseph Seed auf unsere Seite geholt. Und leben jetzt davon. Ich hoffe, du hast keinen zu hohen Preis dafür bezahlt. Was ist anders? Du hast dich verändert. Aber jetzt, da New Eden die Highwaymen angreift, müssen die Zwillinge einen Krieg an zwei Fronten führen. Das müssen wir zu unserem Vorteil nutzen. Wir haben gute Arbeit geleistet in Prosperity, aber das reicht noch nicht. Wir brauchen mehr Ethanol für die Anlagen der Spezialisten. Sie sind der Schlüssel, um Prosperity wieder aufzubauen. Wenn erst alles auf Hochtouren läuft, können wir es mit Mickey und Lou aufnehmen. Und während du dich um die Anlagen kümmerst, leiste ich etwas Aufklärungsarbeit. Mal sehen, ob wir uns nicht tiefer in ihr Gebiet vorwagen können. Wir treffen uns hier, wenn du fertig bist. Alles klar, so machen wir es. Also heißt es jetzt erstmal Prosperity ausbauen. Aber uns fehlen nur noch zwei Einrichtungen. Vielleicht schaffen wir das sogar hier direkt mit den paar Mark 50, die ich habe. Gucken wir mal eben durch. Ja, würde ich schaffen. Erste Hilfe ist jetzt regeneriert. Okay, schaltet Karten. Okay. Das sind beides jetzt keine besonders tollen Sachen. Aber dann können wir wenigstens mit der Story weitermachen. Deshalb baue ich die mal aus. Und Ethanol fahren kann man immer noch. So. Ist vielleicht ein wenig Verschwendung, aber ich weiß auch nicht. Wer weiß, vielleicht muss man am Ende eh alles ausbauen, denn es ist eh Latte. So. Hauptsache, es geht jetzt erstmal weiter. Und ich finde, der Heilkräutergarten hier, der macht ja auch Sinn. Bessere Medipacks. Ich bin für dich da. Ist auf jeden Fall was Feines. So. Du sabbelst mir irgendwie doch zu viel. Ey, ich kann das echt nicht haben. In Far Cry diese Begleiter, die ständig nur am Labern sind. Das macht mich wahnsinnig. Ja, ja, ich rufe an. So. Warte mal, da liegt noch Stuff. Den holen wir uns. So. Wow. Voll ausgebaut, das schöne Stück hier, du. Ich hoffe, wir haben noch ein wenig Story, nicht, dass hier gleich alles vorbei ist und die Basis hier wieder platt machen. Passiert ja irgendwie ständig, wenn man es hier ausbaut. So, wir reden mal eine Runde mit Kim. Schnell. Schön, dass es dir gut geht. Ich kann sehen, dass du im Bliss warst. Ich wollte dich warnen. Hoffentlich war das, was du von Joseph bekommen hast, das wert. Rush ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Er wollte Informationen beschaffen, aber er ist nie zurückgekommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Bitte, geh ihn im County suchen. Ich passe auf die Leute hier auf. Sei vorsichtig. Na, das ging ja jetzt ein bisschen schnell. Der war doch gerade noch hier und jetzt ist er schon wieder verschwunden. Oh, jetzt singt mal jemand anders. Hast du die GEMA-Rechte dafür? Sag es! So. Wo müssen wir ihn denn suchen, den guten Rush? Oder gilt das ganz allgemein? Ich glaube, das gilt ganz allgemein. Das ist jetzt die große Farming-Phase in Far Cry New Dawn. Ich gehe mal einmal hier einfach aus der Tür raus. Vielleicht kommt dann ja wieder irgendein Funkspruch oder sonst irgendwas. Ansonsten habe ich gleich schon eine Idee, was wir machen, wenn jetzt wirklich gar nichts passiert, so wie es aussieht.
Wahrscheinlich muss man jetzt wirklich einfach hier ein bisschen durch die Gegend streifen. Das ist wahrscheinlich jetzt der Punkt, wo man den Spieler so ein bisschen in die weite, offene Welt entlassen will, um zu sagen, ey, ne, geh mal ein bisschen farmen, um Prosperity auszubauen und danach, ey, geh doch nochmal ein paar Nebenmissionchen machen und so. Na gut. Dann gibt es dieses Mal doch keine Story. Ich habe jetzt irgendwie auch keinen Bock, die ganze Zeit nach dem ollen Honk zu suchen da. Hey, Mister. Hey. Und es juckt mir in den Fingern. Ich hatte früher schon mit New Eden zu tun. Ich sammelte Zedernholz und da berührten sich unsere Hände. Nee, komm. Wir machen Expeditionchen. Ich mag dich. Jawohl. Die Viecher haben dir erwischt. Die Viecher. Okay, zurück auf normal. Eins musst du über die Highwaymen wissen. Wenn sie verjagt wurden, kommen sie immer stärker wieder zurück. Ich hab's gesehen. Also, wenn du einen Ort nochmal ausrauben willst, können wir das machen. Aber sie werden alles tun, um es uns schwerer zu machen. Oder wir gehen zu einem neuen Ort. Check das. Die Highwaymen kontrollieren die einzige Brücke, die im Südwesten noch über die Canyons führt. Sie warten darauf, dass Leute die Brücke überqueren und dann BAM! Es gibt einen Hinterhalt und sie nehmen ihnen alles ab. In Quebec nennen wir das Verfuhre. Richtige Kotzbrocken-Scheiße. Also, willst du den Plan hören? Es gibt keinen verschissenen Plan, okay? Wir nehmen sie aus, wie sie andere ausnehmen und das war's. Merci, bonsoir, Rusty. Also, sag an, zurück zu dem Kriegsschiff? Oder sollen du, ich und La Grosse Patate zu Navajo Bridge? Laquelle tu veux? Ich würde ja lieber etwas Neues machen. Navajo Bridge möchte ich gerne. Können wir hier direkt machen. Okay, also wir können... Ah, guck mal, ich verstehe. Wir können das nochmal auf einen höheren Schwierigkeitsgrad machen. Oder was Neues. Ich würde sagen, wir machen einfach was Neues. Ansonsten wird es ja ein bisschen langweilig. Wenn ich jetzt viermal hintereinander da das Schiff mache. Und eh zu schlecht bin. Dann machen wir lieber Navajo Bridge. Und gucken mal, was da so abgeht. Ich bin gespannt. Die erste Expedition, diese Schiffsexpedition, die fand ich ja sehr geil. Wir nähern uns der Brücke. Sieht eigentlich noch recht stabil aus. Weißt du, wo ich herkomme, sind die Brücken schon vor den Bomben eingestürzt. Jawohl. So, und das Ganze macht ja auch Sinn, weil wir brauchen ja noch ein wenig Ethanol. Jawohl. Und vergiss deine Ausrüstung nicht. Viel Glück. Vorsicht, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Die Highwaymen werden ihm überall hin folgen. Bonne Chance. Alles klar. Also macht ja auf jeden Fall Sinn, weil Ethanol brauchen wir trotz allem noch, weil ich will auf jeden Fall noch die Werkbank ausbauen, also diese Waffenwerkbank, um noch die dicksten Waffen craften zu können. Weil mit denen würde ich mich dann auch nochmal an so Sachen wie diesen richtig krassen Außenposten daran wagen. Dann könnte man eventuell wirklich nochmal überlegen, je nachdem wie lange das hier noch alles geht, ob man nochmal eine Folge macht, wo ich wirklich einmal nur einen Außenposten mache bis zum bitteren Ende. Also auf allen Schwierigkeitsgraden. Weiß ja nicht, ob das wen interessiert. Dann könnte man gucken. Nur da ich ja immer relativ blind spiele, im wahrsten Sinne des Wortes, weiß ich auch nie, wann so ein Spiel zu Ende ist. Und manchmal überrascht mich das dann doch ein wenig, wenn auf einmal von jetzt auf gleich Ende ist und ich eigentlich noch voll viel vorhatte und das dann ins Wasser fällt. So, du musst auch nochmal eben sterben. Dann gucken wir uns mal hier um. Wenn wir schon hier unterwegs sind, dann kann man ja auch alles mitnehmen, was man hier so kriegen kann. Dieses Gebäude ist im schlechtesten Zustand von allen. Wir räumen es leer und reißen es ein. Im oberen Stockwerk fangen wir an. Die Möbel können wir verteilen und mit dem Baumaterial können wir die Gebäude in der Nähe der Brücke verstärken. Alrighty. Oben. Im oberen Stockwerk. Will mir das irgendwas sagen? Oder interpretiere ich da gerade zu viel rein? Waren wir in dem Raum? Doch, da waren wir drin.
Lalalala. Aber man kann da irgendwie... Rockt nicht wirklich hoch. Egal. Aber auch wieder sehr schön finde ich, dass diese Expedition vom Setting her wieder komplett was anderes ist als die erste. Die erste an der Küste, ein Schiff auf dem Meer, ne, also Wasser und so ein Gedöns. Hier schön in der Wüste Arizonas, in einer zerbombten Stadt, an der Brücke. Also wirklich schön abwechslungsreich. Und natürlich kann man da meckern, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich verstehe die Leute, die rummeckern, dass das hier voll das Retorten-Far Cry ist und ja im Endeffekt wie Far Cry 5, bla bla. Aber dafür das, was sie hier gemacht haben, haben die wirklich schön abwechslungsreich gemacht. Also die ganzen Schatzsuchen sind schön abwechslungsreich hier. Die Expeditionen auch. Die Expeditionen unterscheiden sich auch nochmal, finde ich, erheblich vom Hauptspiel. Weil, ne, Hauptspiel, der bunte Wald da und hier jetzt auch nochmal was anderes. Also... Ich bin zufrieden mit dem Teil. So. Da müssen wir hin. Ich hoffe, wenn ich den Hoshi da wegschieße, dass das niemand mitkriegt. Okay, das geht doch ganz gut. Die Frage ist natürlich immer, inwiefern ich hier alle Bösbuben markiert habe. Kann ja sehr leicht passieren, dass ich um die Ecke renne und einen direkt in die Arme laufe. Aber ich bin bis jetzt ganz guter Dinge. Wir spielen ja auch auf Easy und Easy hat sich, das waren die Kühe da, glaube ich, die Elche, Easy hat sich bis jetzt eigentlich wirklich immer als wirklich easy rausgestellt. Von daher wäre das Schiff auf dem Schwierigkeitsgrad höher auch gar nicht so uninteressant. Ich mag zwar nicht absurd schwere Herausforderungen, aber so ein bisschen Herausforderung darf es denn manchmal doch schon sein. So, ich glaube, irgendjemand ist wieder aufmerksam geworden auf uns. Ich glaube, es war der Scharfschütze, weil die Mucke sich wieder beruhigt. Aber irgendwo ist hier noch jemand. Okay. Daneben ist daneben. Ist daneben. Der steht aber auch die ganze Zeit so dumm. So. Okay. Wir sind im Suchgebiet. Kümmern wir uns erstmal um alle anderen Sachen. Na komm. Sehr schön. Was haben wir da? Das Gebäude hat am wenigsten abgekriegt und es liegt weit genug von der Hauptstraße entfernt, um relativ sicher zu sein. Lagert dort alle Wertsachen, die ihr findet. So, so. Da ist das Paket. Gut, sobald wir das an uns nehmen, geht hier, glaube ich, wieder die Hölle los. Deshalb machen wir das einfach mal. So, GPU aktiviert in... Ja, gib mir den Abholpunkt. Im Südwesten. Okay. Dann gehen wir mal stiften. Was ich in diesem Teil wirklich... ein wenig seltsam finde. Ich weiß nicht, ob es in Far Cry 5 auch so war und ich mittlerweile durch andere Spiele verdorben bin, ist, dass das Schwimmen, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ist irgendwie sehr langsam und schwerfällig. Ich finde aber auch, er rennt so langsam. Scheiß auf die Schlange. Kein Thema. Ich finde, er rennt sehr, sehr langsam. Ich meine, das wäre in Far Cry 5 und in generell allen anderen Far Crys irgendwie anders gewesen.
Au! Das dachte ich. Oh Gott. Das Problem ist gerade. Molotov-Cocktails ist besser. Ich hatte das Fleisch ausgewählt. Irgendwie ist es ein bisschen präsig, wenn ich hier im Notfall die Gegner mit Fleisch, mit Steaks abwerfe. Oh nein, nicht runtergehen. So. Ich finde nämlich die Posi hier oben eigentlich ganz gut. Okay, knapp 30 Sekunden noch. Ist machbar. Ja, wollen wir. Stell dir vor. App. Okay, das macht Captain Kötrich. Da hinten kommt mein Heli. Achtung, ich komme! Jawohl! Schätze, wir sollten schleunigst von hier verschwinden! Okay. Hopp. Ich komme! Und ab geht die Post. Da ist auch sofort Timber in den Kubi gesaugt worden. Ah, da gab es sogar noch Kill bei Abholung. Nochmal eben Vorteilspunkt erhascht. Ach, das war doch schön. Das, also diese Expedition auch wieder, ähnlich wie die Schatzsuchen, die machen echt Spaß. Kann man gut zwischendrin mal spielen. So, da gab's ordentlich Stuff. Ich hoffe auch ein bisschen Ethanol. Ja, Platinen gab's dafür. Dafür können wir hier wieder lecker Waffen craften. Das will ich aber eigentlich erst wieder machen, sobald wir die Werkbank hochgelevelt haben. Mr. Bowser, Sir, dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Mein Lieber, Tür und Tor meiner Weisheit stehen dir sperrangelweit offen. Was ist ein Orgasmus? Meine Güte, Bean. Da fragst du genau den Allerrichtigsten. Dieses Gespräch habe ich gerade geübt. Du weißt schon, wegen dem Kleinen. Ich bin ganz Ohr. Also, okay. Das sind so lusterfüllte Muskelzuckungen am Ende eines sexuellen Interaktionszyklus, weißt du? Das ist körperlich, hormonell. Und wenn du es richtig machst, ist es auch voll emotional, Mann. Beantwortet das deine Frage? Jetzt habe ich noch mehr Fragen, Mr. Bowser. Oh mein Gott. ich bin am Überlegen, ob wir noch eine Expedition machen oder ob wir einfach auf die Straße gehen. Nee, komm, wisst ihr was? Wir machen noch eine Expedition. Mal sehen, ob er noch was da hat. Pass mal auf, check das. Ein Haufen Aoi-Man treibt sich in einem Freizeitpark tief im Süden rum, im Bayou. Eins ist mal klar, die sind nicht da, um Achterbahn zu fahren und laut zu schreien, lachen und bla bla bla. Die sammeln Ressourcen, die sie stärker machen. Und deshalb müssen wir auch dahin. Hör mal zu, die Highwaymen haben das Gebiet schon abgeriegelt, also müssen wir super vorsichtig sein, okay? Aber los geht's. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. An so einem Ort könnte ich eine Familie gründen, ich... Five Stars Freizeitpark. Und ne, genau, was ich eben schon gesagt habe, hört sich auch schon wieder komplett nach was anderem an als die anderen beiden Expeditionen. Oh, und sieht jetzt schon geil aus. Da freue ich mich schon drauf. Ach, geil, ey. Die Expeditionen sind ja mal richtig nice. Einziges Problem, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist nur, dass man jedenfalls auf diesem einfachsten Schwierigkeitsgrad kein Ethanol bekommt. Das ist nice. So. Oh, das sieht ja richtig geil aus. Okay, sobald du das Paket hast, sage ich dir, wo wir uns treffen. Hawaii, hol sie dir. Jawohl. Vorsicht, an dem Paket ist ein Schiff. Ja, weiß ich. Die Aoi-Men werden ihm überall in Folge.
Oh, ist das geil. Und ey, also ne, ich muss es noch einmal sagen, auch wenn es nervt, ich muss es noch einmal sagen, komplett anders. Ne? Das erste Schiff auf Meer, Küste und so weiter, dann Wüste, Arizona, alte zerbombte Stadt. Jetzt Freizeitpark hier im Wald bei Sonnenuntergang. Alter Schwede, richtig geil. Optisch bis jetzt die geilste Expedition. Bin nahezu euphorisch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt... Nein! Brechen wir uns jetzt erstmal das Genick und lassen uns vom Kroko fressen. Oh mein Gott. Oh, da war ich zu euphorisch. Mon ami. Oh Gott. Was ich eigentlich sagen wollte war, wir machen jetzt hier schick die Expedition. Wenn wir uns nicht ganz so dämlich anstellen. Und dann machen wir beim nächsten Mal, ja, bla bla, rennen wir einfach ein bisschen in der Open World rum. Müssen wir ja eh, um Rush zu finden, scheinbar. Dann gehen wir da draußen ein bisschen Rush suchen. Und während der Suche, holen wir uns ein paar Ethanol-Trucks. Ich denke, dass... ist sowieso eine Sache, die wir langsam aber sicher mal angehen müssen. Wurde mir auch schon ein paar Mal in den Kommentaren gesagt, hatte ich aber bisher noch nie Bock drauf, weil das so, das ist so eine Aktion, die in meinen Augen bisher so belanglos war, so, ja, diese Trucks da abschleppen. Aber trotz alledem scheinbar recht wichtig, weil ich will auf jeden Fall, wie gesagt, die Waffenbank ausbauen. So, sie ist nicht perfekt, aber die kleine Hütte, die ich mit den Jungs zusammengezimmert habe, hilft uns mal ein Auge zuzumachen. Wir haben einen großen Teil des Holzes und Metalls verwendet, das wir im Park gefunden haben und haben eine ganze Woche gezimmert, was das Zeug hielt. Eine gute Idee, wenn ihr mich fragt, denn es sieht aus, als würden wir noch eine Weile hier bleiben. Okay. So, der ist schon mal weg. Okay, das war zum Scheitern verurteilt. Ich hab's befürchtet. Scheiße. Na gut. Dann auf die Fresse. Hallo, hallo. Da komme ich nicht rüber, scheiße. Oh, ich wollte gerade sagen, zum Glück gibt's hier ja keine Alarme. Scheinbar doch. Okay. Soll ja auch mal ein bisschen schwerer sein hier. Ratatatatata. Captain Kötrich. Ach, mal eben Achsellocherweiterung. Achselloch, was ist das denn? So, im Po gestochen. Nicht schön, aber schmerzhaft. Das ist ein Alligator aus dem Wasser gekommen und hat Ani den Arm abgebissen. Musste ihn umlegen. Also Ani, nicht den Alligator. Als Erinnerung an euch alle. Wir haben uns hier zwar gut befestigt, aber wir dürfen nicht nachlässig sein. Nachts steppt hier der Bär. Seid wachsam, seid auf der Hut und haltet euch vom Sumpf fern. Ach ja. Like a redneck. So. Timber macht das hier schon klar. Alter, ich sag ja, Timber ist der Begleiter der Wahl. Ja, beiß ihn tot. Timber hat Hunger. Aua! Noch mehr? Ich will eigentlich noch nicht so schnell abhauen. Ich wollte mich eigentlich hier noch ein wenig umsehen, aber... So wie es aussieht, gibt es hier auch nicht mehr so viel geilen Stuff. Also, was soll der Geiz? Komm. Ja, Sesam, Rusty. Okay, hör gut zu. Der Parkeingang sieht sauber aus. Ich lande doch. Wo ist denn der Parkeingang? Da ist der. So. Okay. Eieiei, das ist diesmal aber ganz schön weit weg.
Ich hoffe, hier sind keine Alligatoren im tiefen Wasser. Irgendein Wichser hat uns Ausrüstung geklaut. Hinterher! Sie hängen an meinem Arsch. Wenn du das Paket hast, müssen wir schnell verschwinden. Die Highwaymen werden dich weiter angreifen. Ja. Ich hab schon Platz gefunden, wo wir uns einigermaßen verschanzen können. So. Von wo wird denn geschossen? Ich sehe sie nicht. So. Nichts da. Keiner stirbt hier, also außer ihr. Was? Von wo? Da. Da ist noch einer. Okay, da kümmert sich Timber drum. Sniper. Sniper sind unangenehm. Die tun nämlich weh, wenn sie treffen. Da fliegen sie auseinander. Eine Minute noch. Junge. Okay, aber kriegen wir hin. Dieses Mal auch wieder mit stationärem Geschütz. Ab und zu mag ich solche Moorhuhn-Aktionen ja ganz gerne. Ratatatatata. In Fachkreisen auch das Maschinengewehr genannt. Da. Doch. Warte mal. Von wo? Da brennt es auf jeden Fall schon mal. Ui. Hallo. Von hinten kommt auch was. Sehr schön, dass wir an dieser Stelle hier einmal ringsrum zielen können. 12 Sekunden ist machbar. Jawohl. Tun wir auch. Da war sogar eine Leine, an der ich mich hätte abseilen können, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Beim Runterfallen. Ja, ich komme. Los, rein da! Okay, let's go! Und wieder mal geschafft. So, das war ein wenig hektisch und ein wenig durcheinander, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und da haben wir die nächste Expedition geschafft. Herrlich. Und nochmal ordentlich Komponenten an Land geholt. Also von daher würde ich sagen, macht es beim nächsten Mal wirklich Sinn, wenn wir ein wenig auf Ethanoljagd gehen. Das gibt es dann in der nächsten Episode. Nach wie vor, doch da, warte mal. Durch die Mangel erreicht die Düngerfabrik. Ah, guck mal, dann gibt's doch eine Story-Mission. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wahrscheinlich irgendwie, als wir rumgeswitcht sind. Naja, dann muss ich mal gucken. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal auf dem Weg dahin, versuchen wir uns einen Ethanol-Truck zu schnappen. Machen dann die Story-Mission. Weil jetzt ist ja die letzte Story-Mission auch schon wieder ein bisschen her. Da muss ich in meinem autistischen Takt hier bleiben. So, meine Damen und Herren, danke, dass ihr alle immer noch dabei seid. Ich hoffe, beim nächsten Mal sehen wir uns alle wieder. Bis dahin, reingehauen!